Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bus Simulator 21. Huhu. Ja, was ist seit der letzten Folge passiert? Tja, mal überlegen. Nicht viel. Also wir schauen gleich mal in die Missionsliste rein. Ich habe West Oakwood auf Level 3 gebracht, St. Anthony's auf Level 2. Ich habe hier diese türkisgrüne Route angelegt, die nochmal so ein bisschen hier so diese anderen inneren Stadtteile hier verbindet und auch nochmal kurz nach Gold Island fährt. Und ich habe dann Gold Island logischerweise auf Stufe 3 gebracht. Ja, das war ein bisschen schwierig. Man musste irgend so eine Linie Tag-Nacht fahren. Ja, war irgendwie nicht so einfach. Wie dem auch sei. Jetzt müssen wir hier Greenwood, Gold Island und St. Anthony mit mindestens einer ausgeglichenen Route verbinden. Und Green Island ist hier unten. Greenwood ist hier unten. Und deswegen werden wir eine neue Route anlegen und das einfach mal machen. Schade, dass das immer da hinten hin dingsat. So, Greenwood. Vielleicht machen wir so eine richtig ausgeklügelte, richtig krasse neue Route. Na, gucken wir mal, wo wir da anfangen, würde ich sagen, oder? Vielleicht einmal hier so lang. Warte mal, wo gehen die denn überhaupt? Ich muss ja Gold Island auch verbinden, ne? Das heißt, sie fahren auf jeden Fall hier runter. So, mal gucken, wie könnten wir das denn machen? Wir könnten... Er kann ja nur hier abfahren, glaube ich, ne? Das heißt... Hier lang, da lang... Und dann da drauf. Ihr seht ja mal, das ist Abfahrt, Auffahrt und hier auch, ne? Quasi Abfahrt und hier die Auffahrt. Ja. So wird es sein. Also, das heißt jetzt was? Wir würden vielleicht... Wir müssen dann hier irgendwie raus, ne? Okay, pass auf, dann machen wir doch Folgendes. Dann fangen wir doch hier an. Machen wir erstmal alle, die wir so finden, machen wir mal dazu. So, vielleicht. Ja. So, dann machen wir dich da rein. Und dich da rein. Und dich da rein. Und dann gehen wir nämlich hier rüber. Und fangen gleich mal an hier. Und das. Und das. Und dann fahren wir hier rüber. Was müssen wir noch verbinden? St. Anthony, ja, das kriegen wir hin. Wir brauchen noch zwei von den pinken. Ja, aber das können wir ja schaffen. Einmal hier. Und einmal hier. So, jetzt wäre diese Route ja ausgeglichen. Und dann würde die aber wieder zurückfahren. Dann können wir ja sagen, dann machen wir doch hier nochmal einen Halt hin. Das geht gar nicht, sagst du? Das war die 8, ne? Warte mal richtig gucken jetzt hier. 9 und 10. Genau. Und dann hier wieder rüber. Und da müssen wir wahrscheinlich, ne? Den ganzen Weg wieder auf die Anfangssache. Nun gut, wir übernehmen mal die Änderung. Das ist Route 10. Jawohl. Fahrplan. Haben wir da schon einen Bus überhaupt für? Ich glaube nicht, ne? Ne, haben wir keinen Bus dafür. Und wir können es auch gerade keinen leisten, ne? Ein bisschen bedauerlich. Aber gut, das haben wir zumindest schon mal gemacht. Haben wir denn irgendwo zwei Busse? Mal kurz abchecken hier, ob wir irgendwo zwei Busse... Ich meine, wir hätten doch irgendwo... Ne, tatsächlich immer nur einen. Ist das so? Ja, das ist ja verrückt. Haben wir auch keinen mehr in der Garage, der irgendwie... 11 Busse, zugewiesene Fahrzeuge 11. Also gut, das heißt, da müssen doch irgendwo Busse sein. Zugewiesene Busse 1, das gibt's doch nicht. Also wir checken das jetzt mal gerade hier. Ach, guck mal, hier ist nämlich keiner. CD-Bus nehmen wir hier mal so zurück. Siehst du mal. Das ist mir tatsächlich auch nach jetzt dieser längeren Zeit spielen noch gar nicht so richtig klar. Ich finde es einfach nicht schön gemacht.
So, nehmen wir den mal da raus. Die hatte ich ein bisschen versetzt, genau. So, ja, okay. Das heißt, wir können jetzt hier einen Bus zuweisen. Vollzeitfahrzeug, nicht zugewiesene Busse. Da haben wir tatsächlich einen. Da können wir vielleicht noch einen zweiten dazu nehmen. Ja. So, dann fahren die nämlich beide. Ja, befördere 20 Fahrgäste auf einer Route zwischen Greenwood und God Island. Dann machen wir das doch mal. Fahren wir jetzt diese Route mal. Wir wählen einen Bus aus, und zwar den ersten hier. Ja. Yeah. Hi, Chef. Hi, Chef. Du übernehmen? Ja. Ah, toll. Danke. Du hältst auch einfach mitten auf der Fahrbahn. Na, ist ja gar kein Problem. Okay. Gut, wir müssen uns noch mal ein bisschen zurechtfinden. Ich habe nämlich gestern keinen Bus-Simulator gespielt. Bodybuilding. Schlagloch mitgenommen. Ja. Manchmal gibt es hier so Kommentare, die sagen dann, sie haben wohl einen Schlaglochdetektor eingebaut, was? Das ist immer ein bisschen bedauerlich. So, der steht jetzt hier, weil rot ist und ich kann jetzt nicht... Naja, doch, jetzt kann ich. Sehr gut. So. Green Ampel. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen, definitiv. Aber ich glaube, wir müssen jetzt hier auch erstmal rauskommen. Wir ignorieren den mal hier. Der scheint sich irgendwie festgebackt zu haben. Und der lässt uns auch rein. Ja. Oder auch nicht. Alles nicht so einfach hier. Aber den gleichen nervösen Gaspedal-Daumen. Also Bleifuß, also Fuß, meine ich damit. Schlagloch mitgenommen. Da sitzt doch gar keiner hinten drin, oder? Wer kann denn dann da rummeckern? Oh, ist das hektisch. Oh, ist das hektisch. Lassen, will der raus? Oh, was ist das denn? Ist das hier so eine Automatik? So eine Absenkautomatik? Und wenn ja, können wir die weglassen? Ach, guck mal, da sitzen sie, stehen sie schon und winken und warten auf uns. Ja, tatsächlich. Feststellbremse, Zündung. Na gut, wir müssen uns erstmal um die Tickets kümmern. Hat jemand meine Katze gesehen? Ich weiß nicht, es kommt mir heute unfassbar laut vor. Ich hoffe nicht, dass es für euch so laut ist. Hier ist immer ein bisschen gefährlich im Fahren. Innenstadt, ne? Da ist halt viel Fußgängerverkehr und so. Ah ja, easy. Bushaltestelle kann ausgebaut werden. Dann machen wir das doch mal. Ja, Ausbauen der Bushaltestellen mache ich auch immer so. Die Reaktion der Menschen in Greenwood auf die neue Route war überwältigend. Jetzt müssen wir unser Streckennetz noch weiter verbessern. Mehr Busse, bessere Haltestellen. Das alles trägt zum Aufbau einer soliden Infrastruktur bei. Ach komm, wir fahren die Strecke einfach mal weiter, oder? Was müssen wir denn machen? Kaufe einen neuen Gelenkbus. Verbessere die Stufe von Greenwood auf 2. Besitze eine Route durch 3 Stadtteile mit mindestens Stufe 2.
Ja, okay, das habe ich ja schon. Also kaufe einen neuen Gelenkbus. Da müssen wir so ein bisschen sparen. So, dann haben wir jetzt 4 Minuten Zeit hinzufahren. Das ist doch super. Upsi. Also ich finde, für die Schlaglöcher sollte man hier nicht irgendwie belangt werden. Was ist denn hier? So, das kennen wir ja schon. Jetzt fahren wir quasi nämlich auf Golden Island vorbei. Ich fahre übrigens mit Maus und Tastatur. Ich weiß. Das spielt man wahrscheinlich am besten mit Lenkrad. Ich hatte auch mal eins, aber das habe ich aus diversen Gründen verkauft. Weil ich es nicht benutzt habe. Aber weil das Aufbauen halt so unfassbar. Also man muss es halt quasi auf den also vor dem Monitor logischerweise bauen. Und dann bedeutet das eben auch, dass man dann die ganze Zeit das Ding vor der Nase hat. Und da ich ja nun mal so ein Spieler bin mit mehreren Spielen. Also gleichzeitig passt mir das dann nicht. Da kann ich halt nicht den Rest dann normal spielen. Das war mir irgendwie nichts. Ja, Probleme gibt's, ne? So, jetzt gucken wir uns erstmal den neuen Stadtteil an. Ja, mal gucken hier. Wie hieß das? Greenwood. Ja, wunderschön. Greenwood ist genau so ein Stadtteil, wo man denkt, da möchte man mal leben. Klingt zumindest arg so. Was ist denn das denn? Eine Sprungschanze? Schanze. Sieht so aus, ne? Jetzt aber mit viel Anlauf da hoch. Ja, und dann schön abbremsen. Uiuiui, das ist auch eine Konstruktion hier. Okay, das haben wir schon mal gut geschafft. Wir sind auch noch gut in der Zeit. Wir haben noch 2 Minuten bis zur ersten Haltestelle. Das sollten wir hinkriegen. Weil notfalls kann man ja nochmal die Haltestellen-Sachen alle ändern. Eieiei, okay. Hier ist aber auch ein Fest an Fußgängern. So, ich hoffe, wir kommen jetzt über die Ampel. Also das gefällt mir nicht, weil wir müssen das bestimmt irgendwo ausschalten können, dass dieser Bus sich absenkt. Wenn wir gleich mal auf eine Haltestelle gucken. Ich mag das nämlich dem Absenken, das ist einfach nicht meins. Was ist das hier, so ein Kleingärtnerverein? Auch nicht schlecht. So, ein bisschen den Bürgersteig hinten touchiert. Aber egal. Mal gucken, das muss ja irgendwo. Cockpitbeleuchtung. Verstehe. Oh, Zahltag. Rote Ampel überfahren. Ja, das ist vielleicht. Ich weiß auch nicht. Das ist nicht mir passiert, das ist wahrscheinlich ein Vorgänger passiert. Wow. So, Tür 1, Tür 2, Rampe, Feststellbremse, Zündung. Scheibenwischer, Fahrgastraumbeleuchtung, Kassenbeleuchtung, Motor. Ich mag Schokolade und Elefanten. Okay. Und ich mag, dass man die Klappe hält. Während ich hier fahre. Die Bedienung ist so schnell und sehr freundlich.
Ja, die Bedienung ist schnell, nur der Koch ist langsam. Das ist das Problem. Oh, krass, jetzt wird hier gelästert. Ich gehe schon mal hier in das Cockpit. Ah, ich wusste es doch. Einfache Fahrt. Danke. Gerne. Eine Fahrkarte. Ja, eine ganze Tageskarte kriegst du von mir. Kein Problem. So, bitteschön. Seniorenticket. Einfache Fahrt. Ja. Aber besser, im Alter gibt es keine Rückfahrtskarte mehr, ne? Also ich sag mal so, jetzt gerade sieht das ja irgendwie noch genauso aus wie die anderen Stadtteile, oder? Finde ich jetzt noch nicht so aufregend neu. Ist halt alles ein bisschen ländlicher, würde ich sagen, ne? Dann sind wir dann hier slow. Ach Quatsch. Kommen Sie ran. Kommen Sie näher. Machen Sie schneller. Ach, keine Fahrkarte. Fahrkarte. Na gut, bitteschön. So. Ah, das hier ist die Schule. Ja, gefällt mir schon ganz gut hier. Gefällt mir schon ganz gut. Ist halt alles ein bisschen größer. Leider ein bisschen touchiert da hinten. Naja, gut. Passiert. Eine Fahrkarte, bitte. Aber natürlich. Ich habe mir kürzlich selbst ein Banjo über den Kopf gezogen. Fragen Sie nicht. Okay. Na, auch noch eine Karte, ja? Na gut. Einfache Fahrt, bitteschön. Oh, ich habe zu viel rausgegeben. Noch ein bisschen Zeit. Na klar, hier, warte. Sorry, ich habe gerade jemanden touchiert. Ich muss mal hier fragen, ob ihr auch alle Fahrkarten habt. Alle haben hier Fahrkarten? Soll ich sagen. Aha. Aha. Oh nein, 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 nein. Nicht den Sitz benutzen. Lady benutzen. Eine Fahrkarte? Die muss der Hirsch da gefressen haben. Der Hirsch, na klar. So, und weiter geht die wilde Fahrt. Hoppsa. Mein Boot am Strand wurde in zwei Hälften gesehen. Der Schaden war groß, aber ich konnte es mit Panzertape reparieren. So. Nächster Halt, Old Police Station. Oh, what is this? Oh, wir haben hier irgendwie ein kleines Problemchen. Ich komme nicht vorwärts. Ah. Alter, ist das jetzt dein Ernst? Okay, also ich meine, manchmal gibt es vielleicht ein paar kleine KI-Probleme. Ja. Das ist echt crazy hier. Wir haben ganz schön viel Geld jetzt gerade rausgeworfen, weil uns da eine angefahren ist. Also gut, wir haben halt die Hecke da mitgenommen, aber... Gut, ich sag mal so, ne? Fahrgästebehinderung hier. Los geht's. Mann, 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 Mann. Hi. Hallo. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Eine Wochenkarte. Sogar drei Stück für drei Wochen. Ja, meinen Sie, das lohnt sich noch? Ich brauche eine Fahrkarte. Na klar. Danke.
So, alles mal schön einfahren jetzt hier. West Cove, das klingt etwas weiter weg, also 5 Minuten Fahrt, das ist doch schön. Jetzt haben wir erstmal hier alle eingesammelt. Wer also jetzt drin sitzt, hat verloren. Hier könnte man natürlich auch nochmal einen reinsetzen, an der Stelle. Hoppala. Wir sind sehr schnell unterwegs gerade hier. Oh. Naja, wenn man einmal so losgerauscht ist, ne? Also tatsächlich könnten wir uns überlegen, ob wir diese Route noch mal ein bisschen ausbauen. Da kann man halt mal lange fahren, das ist ja auch mal nicht schlecht. Und man kann eben auch Greenwood noch mal aufleveln, das finde ich auch nicht schlecht. Jetzt mal los. Alter! Dein Ernst? Okay, das hätte uns jetzt fast wieder 20.000 gekostet, aber wir haben gerade noch mal abbremsen können. Aber das ist genau das, glaube ich, was ihr auch in den Kommentaren lesen könnt, dass manchmal die KI der Fußgänger echt schwierig ist. Gut, jetzt kann man natürlich argumentieren, wenn die KI der Fußgänger, naja, sagen wir mal, realistisch wäre, dann wäre die vielleicht relativ ungefährlich. Also vielleicht muss man tatsächlich irgendwie das Ganze ein bisschen spannender in Anführungszeichen machen, indem man halt eine schlechte KI, also eine, sagen wir mal, waghalsige Fußgänger-KI programmiert. Ja. Sonst ist das vielleicht wirklich ein Problem. Also, dass man halt zu viel Langeweile hat dann. Ich weiß nicht, was da eine gute Entscheidung ist. Muss man hier eigentlich blinken, wenn man hier hochfährt? Jetzt mal keine Aussage getroffen. So, jetzt fahren wir nach Gold Island. Und, grasen wir da noch ein paar Sachen ab. Hoppala, da ist einer gespawnt. Ein Fahrgast hört sehr laute Musik. Das ist natürlich bedauerlich, aber ich kann jetzt hier gerade nicht anhalten. Wir ja gleich mal Bescheid sagen, wenn wir jetzt hier auf die Haltestelle gekommen sind. Ich glaube, das ist die gefährliche Haltestelle, wo manchmal die KI-Fußgänger auch einfach vor den Bus springen. Ja, was habe ich gesagt? Na gut, wenn wir nicht eh schon so viel Geld hätten, ne? So. Sie waren schon bei mir. Wer war das hier mit der Musik? Hier ist meine Fahrkarte. Hab ich Ihnen schon Entschuldigen gezeigt. Sie, die Kratzer. Ich musste sie mir von einem Fuchs zurückholen. Ich hab sie doch schon gezeigt. Hier ist sie. Okay. Wie oft hier. Wollen Sie die denn noch sehen? Ich will die so oft sehen, wie ich will. Ja, aber damit das mal klar ist hier. Ja, ich glaube, der ist jetzt raus mit seinen... Im Bus kann ich schon so viel Arbeit erledigen, noch bevor ich überhaupt Danke. Im Büro bin. Das ist schon weg mit der lauten Musik. Hat er Glück gehabt. Das ist übrigens ein Elektrobus. Wir haben noch eine Aufgabe mit einem Dieselbus zu erledigen. Und ich glaube, das da unten ist die... wir haben 2 Minuten rausgeholt, ne? Also wir können uns Zeit lassen. Das Wetter ist einfach wundervoll. So Mal ein Fahrt, schöner Tag. Einfach 3 Stück. Sehr gut. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Ach, ein paar gleich, ja. Gerne, gerne. Ich brauche eine Fahrkarte. Hier ja, hast du eine. Ich glaube, ich gehe morgen in die Berge. Ich sollte sowieso mehr Sport machen.
So, wir überholen ihn einfach, weil wir das können. Gold Island Tourist Center. Ach, das ist immer die Abfahrt, die wir als nächstes nehmen. Wo sind die fliegenden Autos? Laut Filmen sollten wir die schon haben. Upsi. Sind wir jetzt falsch gefahren? Könnte das sein, dass wir falsch gefahren sind? Mal schauen. Haben wir uns, glaube ich, verfahren, ne? Ah, Mist. Verdammte Axt. Ist das neu hier? Das habe ich noch nie gesehen. Ist das neu gebaut worden? Da müssen wir noch mal gucken, ob das jetzt vielleicht wirklich ein bisschen doof gelaufen ist hier gerade. Naja, die stehen zumindest auf der richtigen Seite. Das müssen wir nochmal überprüfen. Die Bushaltestelle kann ausgebaut werden. Tschüss. Ja, es kann sein, dass wir jetzt einmal falsch abgebogen sind. Also einmal falsch um den Pudding gefahren sind. Naja, gut. Ist dann halt so. Vielleicht beim nächsten Mal. Oh, hier. Zahltag. Uhu. Ding, 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 ding. Route 6 macht am meisten. Wir haben Einnahmen 36.000. So gut. Haltestellenwartung 3000. Das können wir uns leisten, definitiv. Also das ist auch wieder eine lange Route hier. Einfache Fahrt, bitte. Kann man sich schon mal ein bisschen... Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, ist ja kein Problem. Kein Grund, mich anzuschreien hier. Danke. Kein Grund, mich anzuschreien. Warum der sich absenkt, ist auch ein Problem, finde ich. Naja, gut. Matcher Middle School 5, was? Jetzt müssen wir einmal um den... Jetzt fahren wir, glaube ich, auf die... Genau, nach Sainthood. Ich habe gar nicht gemerkt, dass da auch eine Schule ist. Na ja, gut. Jetzt fahren wir halt hier einmal wieder um den Pudding rum. Das hätte man sich sparen können. Na ja, gut. Man lernt ja aus seinen... Oh, Fehler! Diese Dinger hier auf der Fahrbahn ist auch echt schwierig. So, und auf nach Sainthood. Die Fahrt machen wir jetzt noch zu Ende. Also so viel Zeit muss sein. Ihr seht ja, das dauert ja knappe 4 Minuten, bis wir da sind. Dann St. Anthony Church. Wahrscheinlich werden wir gar nicht so lange brauchen. Wir sind ja meistens recht schnell unterwegs. Wir kennen ja auch den Weg mittlerweile. Also diese Absenkautomatik, die gefällt mir nicht. Das muss man irgendwo ausschalten können. Aber ich habe mir da am Anfang auch, als ich in den Bus eingestiegen bin, jetzt nicht so viel... überlegt. Ich glaube, das macht dann... Du fährst zu schnell, what the heck. Ich habe hier einen Fahrplan zu erfüllen, Freundchen. Ich fahre zu schnell, also wirklich, mach ich jetzt? Meine Enkel haben einen neuen Hund, den sie sehr lieb haben. Oh, wie süß. Ja. Hunde sind was Feines, besonders süß-sauer mit viel Reis. Das ist übrigens auch eine sehr gefährliche Stelle, weil hier irgendwie zwei Fahrbahnen einfach zu einer gemacht werden. Und der eine oder andere überholt mich dann immer links. Das ist einfach nicht schön. So. Oh no, bitte nicht.
Frische, genau. Sehr gut ausgewichen bis jetzt. Er ist ein bisschen ruckartig heute. Ja, klar. So. Hier war er. Bushaltestelle kann ausgebaut werden. Das mache ich halt immer gerne, wenn ich eh schon hier bin. Und mir wird das angezeigt. Dann kann man einfach mal schnell die Umliegenden einfach kontrollieren. Zack, zack, zack. Hi. Wohin? Hallöchen. Normale Fahrt, einfache Fahrt. Wohin? Kein Problem. Aber Sie wissen ja, Sie dürfen auch mit uns zurückfahren. Ich brauche eine Fahrkarte. Ich hoffe, sie ruft zurück. Wir hatten so viel Spaß auf dem All Directions Konzert. Oh, really? Was soll man da sagen, ne? Nächster Halt, St. Anthony Church. Ist wohl jemand unterwegs eingeschlafen? Ja, das ist bedauerlich, aber nicht mein Problem. Nicht mal durch, da ist jemand eingeschlafen. Wer denn hier schläft dabei? Keiner. Na doch, hier. So, raus, Schätzchen. Gut, dann machen wir an der Stelle Schluss. Wir sagen Dankeschön fürs Mitfahren heute auf der Linie 10. Bob oder die Britta übernehmen jetzt hier. Bob oder Britta? Ah, Bob. Ja, und wir werden uns in der nächsten Folge mal um den Gelenkbus kümmern und Greenwood auf Stufe 2 verbessern. Vielleicht machen wir einfach nochmal so eine eigene Greenwood-Tour, oder? Und einen Gelenkbus. Könnten wir uns eigentlich leisten hier für 355.000? Ja, müssen wir mal schauen. Gut, vielen Dank. Mach's gut. Bye, bye.